Ein Spektakel der besonderen Art bekamen mehrere tausend Zuschauer bei der großen Modellflugshow geboten, die der Modellsportverein Condor Göttingen anlässlich seines 50-jährigen Bestehens veranstaltete. Mehr als 110 Piloten aus Deutschland und dem europäischen Ausland präsentierten rund 150 Flugzeuge. Vom turbinengetriebenen Jet über historische Doppeldecker bis zum Kunstflieger war alles vertreten. Bevor die Piloten ihre Flugkünste demonstrieren konnten, mussten die Flieger erstmal vorbereitet werden. Was viele von ihnen dann zeigten, verschlug vielen Zuschauern den Atem. Zu den Stars der Show gehörten neben den lauten und ultraschnellen Jets auch die Helikopter. Diese waren wegen der äußerst realistischen Flugmanöver oft nur anhand der Größe vom Original zu unterscheiden. Was viele Menschen am meisten begeisterte, war die Liebe zum Detail. Und da das Wetter perfekt mitspielte, konnten auch die Flugpausen sinnvoll genutzt werden.